Energy Stars for Free. Ich muss wirklich sagen, ich habe einen geilen Job, weil ich darf all die Stars auf der Bühne stehen, hier bei mir im Backstage-Studio interviewen. Das wäre in diesem Moment der Stress zusammen mit dem Sway Clark II. Herzlich willkommen. Hallo. ihr habt euren großen Auftritt noch vor euch. Für dich ist es das erste Mal überhaupt im Hallenstadion. Was denkst du, was dich erwartet? Ja, mein erstes Mal in der Schweiz, glaube ich. Und mein erstes Mal mit Stress. Das erste Mal mit Stress? Ja. Das ist viel nice. Erste Mal, mein Stress ist immer speziell. Also Stress, das kann man ja von dir nicht behaupten. Du stehst heute zum 7. Mal schon auf der Bühne. Also 6 Mal am Energy Stars for Free dabei. Was bedeutet dir dieser Anlass ganz allgemein? Ganz ehrlich, für uns, es war immer eine tolle Möglichkeit. Eine super Show mit super Stimmung. Und ich muss sagen, die Leute waren immer so wärme. Auch wenn es war in einem kleineren Ort. Wie extra, die ja, erste das allererste Mal, was ja, im Palais Extra das, in Zürich. Ich muss sagen, es ist wirklich toll, das zu haben in Zürich. Okay, dann schauen wir uns doch jetzt an dieser Stelle mal die Highlights an vom Stress am Energy Stars for Free, hier in einem kleinen Rückblick. Der Stress ist schon am Startschuss vom allerersten Energy Stars for Free im Jahr 2003 in Zürcher Xtra dabei und hat für Stimmung gesorgt. Die Location war aber schon bald zu klein und somit ist 2 Jahre später auch der Umzug ins Hallenstadion angestanden. Bei der 5. Ausgabe des Events hat der Stress den 13'000 Energy-Hörer einen einzigartigen Konzertabend beschert. Auch sein Auftritt vom Jahr 2009 zusammen mit dem Blick, dem Baschi, dem Richie und dem Seven bleibt unvergessen. Langsam aber sicher hat der Stress die gigantische Bühne vom grössten und wichtigsten Indoor-Musik-Event der Schweiz in- und auswendig kennt. Und 2011 das Hallenstadion wieder mit seiner eigenen Show zum Beben gebracht. Und vor 2 Jahren hat er die Bühne mit der monströsen LED-Wand nicht nur mit diversen Weltstars geteilt, sondern gerade mit dem Bastian Baker, dem Noah von Pegasus und dem M.A.M. einen Überraschungsauftritt angelegt. Heute Abend steht er schon zum 7. Mal auf der Bühne vom Energy Stars for Free und sorgt bestimmt wieder für eine brandheisse Party. Also er ist ein sicherer Garant am Energy Stars for Free, der Stress. Heute mit einem Gast aus Deutschland, aus Berlin, dem Sway Clark II. Ihr habt zusammen den Song aufgenommen, Only Love You When I'm High. Ich hoffe, ihr werdet den performen. Nein, er ist einfach hier, um mich zu anschauen. Oh, es war wirklich cool, vielleicht nächstes Mal. Nein, sicher. Schau, habt ihr euch was Besonderes überlegt für den Auftritt? Rapper, Soul Singer. He's gonna dance and you're gonna strip, or? Breakdancen vielleicht. Nein, ich liebe diese Option. Singen und strippen. Ja, wer macht was? Wir brauchen noch eine Tänzerin. Nein, wir brauchen auch eine Stripperin. Tänzerin, das ist die offizielle Okay, Name. Wir driften hier ein bisschen ab. Also ich freue mich auf jeden Fall auf euren Auftritt. Es hat ganz, ganz viele tolle Bands, auch aus Deutschland hier. Wir haben Milky Chance, Mark Forster, Adel Tawil ist heute unter uns. Habt ihr schon connected mit all diesen Acts? Backstage? Nein, noch nicht, aber ich kenne Adel. Und er ist wirklich ein cooler Typ. Ich muss sagen, Respekt vor seine Karriere. Okay. Aber Mark ist ein Freund von mir. Echt? Ja, Mark Forster ist ein Freund von mir. Und sein Keyboard-Spieler, wir haben so zusammen geschrieben für ein paar Lieder so in Deutschland. Denkst du, er weiß, dass du heute hier bist? Ja. Er hat mir einen Text geschickt. Und schon? Sagt, hey, spielst du noch mit Stress? Und ich sage, ja, auf jeden Fall. Wo bist du? Sehen wir noch da. Ronja, ist die hier heute Abend? Ja. Unterstützt sie dich? Ja, voll. Sicher. Singt sie mit und. Auf beide Seiten, wir machen das wirklich. Ist cool. Ihr könntet eigentlich auch mal ein Duett machen. Die singt bestimmt unter der Dusche. Ich kann kein Model machen und sie kann wahrscheinlich auch nicht singen. Aber sie kann sehr gut Piano spielen, so vielleicht. Echt? Ich singe. Ja, und also. Sie spielt Piano so. Emotional voll. Hast du sie schon gehört, Piano spielen, die Ronja? Nee. Ja. Ich dachte, dass du Piano spielst, Klavier. So. Nein, ich kann nichts spielen. Was? Kein Instrument? Flute, nix? Flute. Wir haben ein Studio. Ja, Flüte. Ja, wir waren im Studio und Love You When I'm High. Und er hat ein ganzes so Flute-Solo gemacht, am Ende, ganz am Ende. Aber am Ende haben wir gesagt, okay, das, jetzt.
würden wir gerne sehen heute Abend auf der Bühne. Kein Problem. Also, euer Auftritt, der kommt noch. Freuen uns auf den. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei mir im Studio.